Nachdem Amira Pocher in einem Podcast über die psychischen Probleme von Sebastian Panek ausgepackt und gelästert hat, hat sie sich nun beim Ex-Bachelor entschuldigt. Amira Pocher entschuldigt sich bei Sebastian Panek. Amira Pocher, 31, sorgte erstmals seit der Trennung von Oliver Pocher, 45, mit einem anderen Thema für Aufruhr, den psychischen Problemen von Ex-Bachelor Sebastian Panek, 37. Vor rund 2 Jahren verriet sie in einem Podcast plötzlich dessen psychische Probleme und machte sich über diese lustig. Ekelhafter Typ, hasse ich abgrundtief, seine Frau mag ich auch überhaupt nicht. Der war nachweislich in der geschlossenen anscheinend, polterte die Moderatorin. Das Thema kochte wieder hoch, als Sebastian selbst den Ausschnitt in einem Instagram-Video postete, in dem er anschließend über seinen mentalen Gesundheitszustand sprach. Bei mir ist es jetzt schon einige Jahre her, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Ich habe meinen Mund aufgemacht. Ich hatte damals Depressionen, Panikattacken, einen Burnout und alles so in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam. Daraufhin bekam Amira eine Menge Kritik für ihre Aussagen, auch ihr Ex Olli konnte es sich nicht verkneifen zu erwähnen, dass dies leider nicht cool von Amira sei. Das scheint die 31-Jährige mittlerweile auch selbst zu finden, sie hat sich bei Sebastian entschuldigt. Ich habe Sebastian gestern in einer persönlichen Nachricht um Entschuldigung gebeten, erklärte Amira nun gegenüber RTL. Amira Pocher, solche dummen und verletzenden Aussagen. Die Aussagen von damals würden ihr heute aufrichtig leid tun, so Amira nun. Weshalb sie diese überhaupt getroffen hat, will sie heute selbst nicht mehr erklären können. Ich kann mir heute überhaupt nicht erklären, wie ich vor 2 Jahren solche dummen und verletzenden Aussagen treffen konnte. Sie wolle sich jedoch nicht nur bei Sebastian entschuldigen, sondern bei allen Menschen, die mentale Probleme haben. Zuvor war Amira online vermehrt vorgeworfen worden, sich nicht mit psychischen Problemen befasst zu haben und keine Ahnung von diesen zu haben. Die Moderatorin sagte, das war auch Sebastian wichtig, da Betroffene sich oft nicht ernst genommen fühlen und der Eindruck sollte auf keinen Fall entstehen. Sebastian Panek hat sich bislang noch nicht öffentlich zu Amiras Entschuldigung geäußert.